Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Formel 1-Formel 2. Ich habe heute mal Lust, einfach mal ein bisschen Formel 2 zu zocken. Und zwar auf der Strecke Portugal, wie ihr hier seht, bei Blitzqualifying. Wir fahren mit Dennis Hauger. Ich bin ein kleiner Fanboy, wenn man das so sagen darf, von Dennis Hauger. Ich mag ihn in der Formel 2 und ich hoffe auch für ihn, dass er irgendwann eine große Zukunft vor sich haben wird. Ja, auf jeden Fall bin ich gespannt, wie das ist mit Formel 2. Ich bin da schon so lange nicht mehr gefahren. Immer nur Formel 1 oder Formel 2. Mal schauen, wir fahren hier Blitzqualifying, danach ein langes Rennen, sind glaube ich 50%. Bin gespannt. Okay, es ist definitiv anders. Da vorne sieht man den ersten. Bisschen weit rausgekommen. Ich bin übrigens immer noch ein bisschen krank. Habe immer noch den Schnupfen und Husten. Also tut mir leid, wenn man das noch hört. Also mit der Runde bin ich immer noch nicht ganz zufrieden. Ja, jetzt konnte ich gut Plätze aufholen. Sieht im Moment gar nicht so schlecht aus. Sind Erster, sehe ich gerade. Und wird so bleiben? Das wird so bleiben. Alter, und das am Schluss mit einem großen Abstand. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Weil ich war mal zwischenzeitlich Elfter. Ja, eine halbe Sekunde. Okay, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte schon, also keine Ahnung, ich wusste nicht mal, dass ich überhaupt Erster werde, eben nachdem ich Elfter war. Dann habe ich mal kurz gesehen, dass ich Erster war, aber ich hatte nicht gedacht, so einen großen Abstand. Naja, auf jeden Fall, mal schauen, wie das Rennen wird. Der große Preis von Portimão, Portugal. Ja. Lohnt sich irgendwas zu ändern? Wir machen, glaube ich, einfach so, dass wir länger auf den Soft sind. Und da vorne rechts stehen wir. Nachher sind wir links, wenn wir in der Innenkamera sitzen. Ich bin gespannt, Alter, wie das wird, auf der Pole zu starten. Wie gesagt, ich bin schon so lange nicht mehr Formel 2 gefahren. Bin gespannt, wie das hier wird. Ist übrigens eine Premiere, fällt mir gerade ein. Hier auf meinem Kanal. Ich habe noch nie Formel 2 gezockt auf meinem Kanal. Mal schauen. Jetzt nehmen noch alle Fahrer die Plätze ein. Und dann wird das hier gleich losgehen. Ich hoffe, dass wir einen guten Start erwischen. Und wenn die 5 roten Lichter löschen, geht's hier los. Der große Preis von Portugal. Die haben einen sehr guten Start, aber Vips kommt da auch gleich gut weg. Keine Ahnung, wo der kurze Zeit hin wollte. Der Start auf jeden Fall gelungen. Kommen hier schnell gut weg. Ich habe hier mal 90 eingestellt, weil ich nicht genau wusste, was hier gut ist.
Aber ich ziehe den gleich davon. Ich hoffe aber schon, dass ich da noch ein bisschen Konkurrenz bekomme hier. Ups, oi, upsala. Wie gesagt, das ist für mich noch ein bisschen Ungewöhnung. Es ist halt wirklich anders als die Formel 1. Okay, auf der Gerade kommen sie aber wieder ein bisschen hin, wenigstens. Aber es gefällt mir wirklich nicht, dass die da so weit hinter mir sind. Ich glaube, hätte ich den vorherigen die Fehler nicht gemacht, wären die schon lange aus der DRS-Sekunden draußen. Na gut, also jetzt halten sie gerade schon nicht gut mit. Nach drei Runden, wir sind immer noch Erster, über 18 Abstand. Oh, aber haben nicht die schnellste Runde. Wird Zeit, dass wir das jetzt ändern hier. Aber jetzt sollten die eigentlich auch DRS haben. Das heißt, der wird jetzt da wahrscheinlich dann noch irgendwann sogar Druck machen können. Upsala. Außer wir ziehen jetzt natürlich davon. Das war eigentlich keine schlechte Runde, warum ich jetzt hier nirgends lila habe, verstehe ich auch nicht so richtig. Oh, schaffe ich die Kurve Vollgas? Nein, aber naja, ist jetzt halt einfach so. Aber wir haben trotzdem die schnellste Runde. Oh nee. Also er ist auf jeden Fall draußen. Oh, aus der DRS-Sekunde zu spät gebremst. Upsala. Da habe ich mich zu sehr auf die Zeit oben links fixiert. Aus dem Mittelsektor bin ich mit dem Formel 1 Auto definitiv besser. Aber das kann man auch hier fast nicht vergleichen. Zumal auch Formel 2 Autos überhaupt langsamer sind.
und halt wirklich anders auch zu steuern sind. Sind bei 28% inzwischen. Runde 8, nee, warte mal, Runde 10 war, glaube ich, geplant. Vielleicht werde ich auch schon Runde 8 oder 9 gehen. Also ich glaube, Shuri-Wips sind wir davon gezogen. Eins Komma vier Sekunden haben wir auf ihn. Nur noch 1,2 Sekunden, haben ein bisschen Zeit verloren. Verlieren gerade richtig Zeit. Aber das soll jetzt auf keinen Fall in die DRS-Sekunde kommen. Das würde mir gar nicht gefallen. Und damit ist er drin. Perfekt. Also was habe ich denn jetzt gerade gemacht, dass ich so, dass die gerade so OP sind? Habe ich denn für einen Fehler gemacht? Ja, da ist jetzt voll drin im DRS, das gefällt mir gar nicht. Groß aufholen konnte er nicht. Das soll mir jetzt ja vom Leib halten. Das soll jetzt da weggehen. Das ist schon mal schön zu hören. Übrigens, Portugal ist eine meiner Lieblingsstrecken. Deswegen wollte ich die auch unbedingt wieder fahren. Aber wir haben ihn wieder rausgeholt. Aus der DRS-Fenster. Der ist da jetzt nicht mehr drin.
Also Leute, es tut mir leid, dass ich gerade nicht so viel sage, aber es ist ja auch nicht viel los. 1,4 Sekunden sind wir immer noch vor Shuri Wips. Es tut mir auch leid, dass es jetzt hier nicht so spannend ist. Ich habe es mir auch ein bisschen spannender erhofft. Aber damit müssen wir jetzt halt einfach leben hier. Ich werde dann schauen, dass ich in den nächsten Videos vielleicht mal die KI ein bisschen höher stelle. Weil vorher dachte ich wirklich, die kommen jetzt da ran, aber irgendwie kommen die überhaupt nicht mehr ran. Die Frage ist, was machen wir? Wann gehen wir an die Box? Ich würde sagen, nächste Runde. Ich sehe die Reifen aus. Ja, wir werden nächste Runde gehen, 58%. Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt. Okay, Shuri Wips ist jetzt schon an die Box. Bin ich mir gleich mal gespannt. Ah ne, warte mal, Shuri Wips ist ja noch da. Wer ist dann an die Box gegangen? Okay, es sind ein paar in der Box. Ich dachte, Shuri Webs ist an der Box. Aber der ist doch draußen geblieben. Boxenstopp. Also wir werden diese Runde gehen. Ich hoffe, wir kriegen dann einfach die neuen Reifen schnell auf Temperatur. So, und damit sind wir an der Box. Eieiei. Boxenstopp gehen hier natürlich länger als in der Formel 1. Ja, toll, mein Teamkollege ist an der Box. Und wir können nicht fahren. Wir werden komplett aufgehalten jetzt. Oh nee. Sag nicht, wir sind jetzt hinter Shuri Wips. Nee, wir sind vor ihm. Nee. Okay, wir sind noch Erster. Das ist wichtig. Shuri Wips ist in uns. Alter, ich dachte schon, wir wurden jetzt so komplett aufgehalten. Oh nee, da kommen Leute. Da ist Drugovic, der jetzt vor uns ist und das Rennen momentan anführt. Aber ich glaube, der muss noch an die Box. Pocher ist sogar in uns, nicht mal Shuri Wips. Aber ich glaube, Pocher war auch noch nicht an der Box. Ich glaube, der war auch noch draußen. Oh, gelbe Flagge war kurz irgendwo. Novalak ist ausgeschieden. Und Safety Car wird jetzt das ganze Rennen wieder neu entscheiden. Okay, Drugovic bleibt noch draußen. Der wird wahrscheinlich in den nächsten zwei Runden gehen. Der ja auf den Mediums ist. Vielleicht kann man jetzt nicht vorstellen, dass der mit einem Boxenstopp uns da überholt hat. Weil der Einzige, der uns wirklich gefährlich werden hätte können, wäre Shuri Wips gewesen.
Wir haben jetzt das erste Mal DRS. Genau. Sieht er wieder ein bisschen davon. Kriegen wir wieder DRS? Ich glaube ja. Genau so ist es. Wir haben die schnellste Runde hier. Konnten aber da nicht so krass aufholen. Naht habe ich immer noch Angst, Leute, dass der schon an der Box war. Aber es kann irgendwie nicht sein, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber der ist schon recht schnell unterwegs da vorne, für dass der mit älteren Reifen auf der Strecke ist. Drugovic macht hier auf jeden Fall ein starkes Rennen. Auch wenn seine Strategie absolut beschissen ist. Aber der ist echt schnell unterwegs hier. Jetzt sind wir da mal nah dran. Der bleibt hier noch draußen. Theoretisch könnte ich jetzt schon angreifen. Das mache ich auch. Der erste Angriff in diesem Rennen. Und wir haben ihn. Aber es war nicht klar, dass wir den irgendwann bekommen. Ashuri Vips wäre theoretisch immer noch unser Kandidat, wenn es um den Sieg geht. Weil ich glaube, die in uns beiden waren noch nicht an der Box. Ashuri Vips weiß ich, dass er schon an der Box war. Und er wäre 3,8 Sekunden hinter uns. Aber ich bin mir echt unsicher, was Drugovic hat. Fahrer hinter mir. Drugovic liegt hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 0,8 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei... Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Okay, also der war an der Box. Also angeblich war der an der Box. Wenn das stimmt, was mein Chef sagt. Und es sieht auch ganz so aus. Also okay, das ist jetzt krass. Ich hätte jetzt so damit gerechnet, dass die noch nicht an der Box waren. Aber anscheinend waren die in dem Fall an der Box. Das ist jetzt krass. Damit hätte ich jetzt 0,00 gerechnet. Ich hatte zwar Angst davor, aber wenn es jetzt halt so ist, ich bin jetzt wieder erst, also alles gut, mit einem guten Abstand.
wenn ich jetzt gerade ein bisschen Zeit verloren habe. Oh, und jetzt wahrscheinlich nochmal Zeit verlieren werde. Aber nicht viel. Noch 5 Runden hier. Ich frag mich mal, was hätte ich? Ne, hier stehen nur verwendete. Ich wollte gerade schauen, ob ich noch theoretisch Softs hätte. Da habe ich nicht. Ich hätte nicht mal mehr Mediums. Upsala! Das war nicht geplant. ...1,4 Sekunden ist der Abstand. Auf Drugovic. Ja, der wird schon an der Box gewesen sein. Oh, das ist wirklich krass. Ich hätte damit 0,0 gerechnet. Oh, nicht drehen. Ich hatte kurz, hatte ich gerade Angst, dass ich mich drehe, aber alles gut. 1,1 Sekunden nur noch. Jetzt war ich gerade wirklich schlecht. Ich muss mich da ein bisschen wieder konzentrieren jetzt. Bitte komm jetzt einfach nicht in die DRS-Sekunde. Nee, ist ja nicht gut. Wichtig und richtig. Jetzt bin ich schnell unterwegs, habe ich das Gefühl. Aber nicht mal grün, sondern nur rot. Nach dem ersten Sektor. Mittelsektor haben wir lila. Holen wir noch die schnellste Runde? Ich glaube ja. Haben wir nicht. Schade. Oh, die Reifen werden nach... Ja gut, erst 35%. Sind nicht mehr viele Runden. 2,5 Runden gleich. Wir haben über 2 Sekunden Abstand. Also krass, Drugovic und Puscher waren also vorhin schon an der Box. Das hat mich echt überrascht. Das war ein Überraschungsangriff. Das war doch safe geplant von denen. Wie ich noch gesagt habe, das ist eine absolute Scheißstrategie. Nein, nicht drehen. Oh, jetzt nicht noch irgendwie mich wegdrehen. Toll, und schon sind die wieder in der DRS-Sekunde. Stattdessen hatten die einfach die übelst geile Strategie. Hätten uns beinahe noch geschlagen und haben jetzt wieder die Chance, weil ich mich fast gedreht habe. Weil die jetzt wieder in der DRS-Sekunde sind. Auf jeden Fall Drugovic. Hatte ich das ganze Rennen Ruhe, konnte einfach fahren für mich. Und jetzt machen die plötzlich wieder Ärger hier.
Dann müsst jetzt DRS haben, nicht das nicht alles. Ja, ich weiß nicht, ob er DRS hat. Ich kann es wirklich nicht einschätzen. Aber jetzt hat er DRS. Wieder ein bisschen spät gebremst, aber nicht schlimm. Sieben Zehntel sind sie noch. Ah, macht sich das Ende noch mal spannend. Ich will das Ding jetzt einfach gewinnen, Alter. Also jetzt wird er auf jeden Fall DRS haben. Na, jetzt hat er DRS. Aber es sollte genug auf Abstand sein. So, letzte Runde hier. Geh weg jetzt da. Ich werde dich noch mal falten. Von dem seine Reifen sind 4 Runden älter, das heißt, der ist locker bei den 50%. Aber ja, damit kommen wir hier also in die letzten Kurven oder Kurve, je nachdem, wie man dem sagen hier will. Für mich ist das eigentlich eine Kurve, auch wenn man hier gerade noch ein bisschen geradeaus fährt. Auf jeden Fall gewinnen wir den großen Preis von Portugal im Formel 2 Auto. Also das mit Drugovic und Porsche, das hat mich gerade echt fast umgehauen, Alter. Ich hätte niemals gedacht, dass die da schon an der Box waren. Ich dachte, die gehen noch, weil die vor mir waren. Ja klar, Drugovic. Es hat mich echt erstaunt, Leute. Es hat mich echt erstaunt. Aber ja, gut. Auf jeden Fall war es das von diesem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like und ein Abo da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.